Edeka und Rewe locken mit günstigen Preisen, ganz im Sinne der Kunden. Wirklich? Im Prinzip geht es nur um Macht. Es geht um Marktmacht. Schummel mit regionalen Produkten. Manchmal muss man sehr genau hinschauen. Informationen dürfen nicht irreführen und täuschen. Und ich finde, da kann man schon drüber diskutieren, fühlen sich Verbraucher dadurch getäuscht. Und Brötchen aus der Tüte. Was da alles drin steckt. Ich glaube, man hat da so ein bisschen getrickst, diese Langzeitreifung nachgebaut. Das sind die Tricks von Edeka und Rewe. Die größten Supermarktketten Deutschlands. Edeka und Rewe. Beide streiten sich immer wieder mit bekannten Markenriesen. Kellogg's, Coca-Cola, Mars, Ritter Sport. Der Grund? Zu hohe Preise für Cornflakes, Cola und Co. finden die Händler. Dafür bringen sie mehr Eigenmarken ins Sortiment. Doch auch die werden immer teurer. Wie bewerten Sie die Preisentwicklung der Lebensmittel der vergangenen Monate? Ungünstig, weil die doch relativ hoch gegangen ist. Ja, das ist ordentlich angestiegen, ne? Ich kaufe viel bei Edeka ein und da ist auf jeden Fall teurer geworden jetzt. Ich bin ständig dabei zu schauen, wo ich etwas günstiger bekomme. Alles teurer geworden? Die Supermärkte wollen uns jede Woche aufs Neue das Gegenteil vorgaukeln. Mit frechen Verkaufstricks. Bei Edeka. Knüllerangebote und Mini-Preise. Und bei Rewe einfach mal Preissenkung. Außerdem Tiefpreis oder noch besser Aktion. Die Strategie? Kunden mit Markenangeboten ködern. Man hat also diese Broschüre, wo Sonderangebote sind, kann man ein bisschen ankreuzen und so, und danach gehen wir. Die Angebote sind dann schnell mal vergriffen. Wir machen Stichproben bei Edeka und Rewe. Köln-Früchtemüsli für günstig, ausverkauft. Wagner-Salami-Pizzen im Angebot, nicht mehr da. Hochland-Sandwich-Scheiben zum Sonderpreis, so gut wie weg. Und leeres Regal bei reduzierter Milka-Schokolade. Haben Sie schon mal erlebt, dass Angebote schlicht nicht mehr im Regal waren? Ja, auf jeden Fall. Wenn Käse im Angebot ist, also wenn es reduziert ist, dann ist Käse immer weg. Wenn man hingeht und sagt, ja, Sie haben das doch im Angebot, ja, aber nur solange der Vorrat reicht. Meistens ist es Bier bei Rewe. Und was steckt da wohl dahinter? Ja, die wollen mich in den Laden locken. Rewe behauptet, ihre Beobachtung deckt sich überhaupt nicht mit unseren Daten. Edeka erklärt, die Verfügbarkeit hinge von der jeweiligen Kundennachfrage und Warenversorgung ab. Edeka und Rewe im Kampf um jeden Kunden mit günstigen Angeboten. Doch wo bekommt man mehr für sein Geld? Bei Rewe oder Edeka? Wir probieren es aus, kaufen bei beiden im Niedrigpreissegment die günstigen Eigenmarken. Was man in der Woche ebenso braucht, immer die gleichen Produkte. Salz, Milch, Tomatenmark, Zucker. Was schätzen Verbraucher? Wie viel hat unser Einkauf gekostet? Okay, was nehmen Sie auch? Ich würde mal schätzen 12 Euro. 12 Euro bei Rewe und bei Edeka? Ja, vielleicht ein Euro mehr, 13 Euro. 15 Euro. 15 Euro? Ja. Bei Rewe und bei Edeka? Ja, vielleicht ein bisschen mehr, 17 Euro. Hier 28,50. Rewe? Genau, und hier Edeka? 30,50. Ein Einkauf kostet 15,99 Euro. Das kostet 15 Euro? Rewe? Ja. Das ist richtig. Ist richtig, ne? Ja, ich bin. Die Seite Chef. Kostet auch 15,99. Auch genau gleich. Aha. Ja, okay, hätte ich echt nicht gedacht. Und damit kosten die Eigenmarken sogar genauso viel wie bei den Discountern. Wie es sein kann, dass man überall dasselbe bezahlt? Sven Reuter, Geschäftsführer der Einkaufs-App Smaggle, kennt den Grund. Die Händler beobachten sich sehr, sehr genau und keiner möchte schlechter dastehen als der andere, weil das Thema Preis ist gerade in der aktuellen Zeit oder den letzten 2, 3 Jahren extrem wichtig. Und von daher möchte man nicht zu teuer dastehen und da beobachtet man sich und gleicht die Preise an. Preisabsprachen sind doch illegal. Das ist ja keine Preisabsprache. Also ich möchte jetzt nicht in Schutz nehmen, aber die beobachten sich eben sehr genau und setzen dann die Preise so, dass sie die gleichen sind wie der Wettbewerber. Dass die Preise stetig weiter anziehen, verfolgt Sven Reuter schon eine Weile. Auch bei den günstigen Eigenmarken. Ein gutes Beispiel: Zucker.
Da gibt es was für eine Preissteigerung? Ja, 88% bei der Eigenmarke. Innerhalb der letzten 2 Jahre? Ja, genau. 88%? Wie wird das begründet? Naja, zum einen sicherlich Logistik ist ein Thema. Dann ist natürlich eine Menge Energie notwendig, um Zucker zu erzeugen. Also das würden die Argumentation sein. Preissteigerung von 88% ist doch eigentlich nicht zu begründen. Nein, natürlich nicht. Aber die Preise waren eben relativ günstig bei den meisten Produkten. Und jetzt hat man einfach eine Chance gesehen, die Preise nach oben hochzuschrauben. Das Gleiche beobachtet Sven Reuter mit seiner App bei Salz. Das ist auch extrem teuer geworden, um die 90%. Da fragt man sich schon, warum ist das jetzt auf einmal so teuer geworden? Auf Nachfrage bestätigen Edeka und Rewe hier in erster Linie gestiegene Rohstoffpreise. Damit Kunden Preisaufschläge weniger wahrnehmen, heißt es bei Rewe und Edeka gern mal mit Preisen verwirren, vor allem bei Tomaten. Bei Edeka mit Füllmengen, zum Beispiel mal 2,69 Euro für den 250 Gramm Becher und mal 3,99 Euro für krumme 180 Gramm. Der Kilopreis jeweils extrem klein geschrieben. Ähnliches Spiel bei Rewe-Tomaten. Mal steht der Kilopreis groß dran, 3,99 €. Daneben direkt eine Aktion für 2,49 Euro, die aber nur 350 Gramm. Der Preisvergleich ganz schön mühselig. Wir treffen jemanden, der diese Masche in den Supermärkten schon lange beobachtet. Markensoziologe Arndt Ziesche. Die Firmen verlassen sich halt darauf, dass der Kunde nicht die ganze Zeit im Kontrollmodus ist. Wir alle laufen ja in den Supermarkt. Vielleicht hat der Supermarkt noch 20 Minuten auf. Wir hatten einen anstrengenden Arbeitstag. Wir möchten jetzt nicht mehr darüber nachdenken. Und wir wollen einfach nur unsere Produkte kaufen. Und diese Rechnung geht kurzfristig gesehen halt sehr, sehr häufig auf. Rewe schreibt uns, man halte sich an die verpflichtende Grundpreisauszeichnung. Und Edeka erklärt, jeder Händler könne eigenständig über die Preisgestaltung und Preisauszeichnungen entscheiden. Günstige Eigenmarken. Wer schlägt da wen? Mit Koch Ulf Ahrens machen wir eine Stichprobe. Fleischfertigprodukte, da sind die Eigenmarken besonders beliebt. Doch was taugen hier die Qualitätsversprechen? Los geht's mit Schnitzel Wiener Art von der jeweils preisgünstigsten Eigenmarke. Von Edeka gut und günstig, Kilopreis 8,25 Euro. Und von Rewe, ja, etwas teurer, 9,98 Euro. Bei mir steht hier aus der Oberschale geschnitten. Was heißt das? Ja, das ist aus dem ganzen Stück. Die Oberschale sitzt ja in der Keule. Und dann können wir davon ausgehen, dass es rausgeschnitten ist, also nicht irgendwie gepresstes Schweinefleisch in Schnitzelform ist, sondern dass es wirklich da geschnitten wird, wo ein Schnitzel herkommt, nämlich aus der Oberschale. Das ist eigentlich gut. Ja, das ist gut. Bei Edeka fehlen solche Angaben zum Fleisch. Auf beiden Packungen jede Menge Label. Nutri-Score, Fleisch aus Deutschland, Haltungsform 2. Und bei beiden eine lange Zutatenliste für die Panade. Ich habe hier Stärke, Dextrose, Gewürze, Panade, Paniermehl, Weizmehl, Hefe, Wasser, Volleiepulver, jodierte Speisesalz, das ist ja, also Rapsöl nochmal. Ist ja eigentlich für ein Schnitzel in Panade mächtig viel, viel Beiprogramm. Ne? Hier genau das. Ja. Und dann noch jeweils der Hinweis vorgegart und flüssig gewürzt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ernährungswissenschaftlerin Britta Schautz hat sich die Produkte mal genauer angeschaut. Flüssigwürzung heißt, es wird Wasser mit Gewürzen vermischt und das wird dann in das Fleisch reingespritzt. Aha, was bedeutet das dann? Es wird saftiger? Naja, leider nicht ganz. Das heißt natürlich, das Fleisch hat mehr Volumen und dieses Wasser geht dann beim Braten auch wieder verloren. Also so positiv ist es eigentlich nicht. Ich kaufe also mehr Wasser für den gleichen Preis, wenn ich so eine Flüssigwürze habe. Jetzt mal sehen, was in den Packungen steckt. Also meine sehen vielversprechend aus. Meine nicht. Nee? Nee. Guck mal hier. Die sehen aus wie ein Schnitzel. Das sieht doch jetzt deutlich schöner aus, deine Schnitzel, ja, als meine. Ja,
Wir werden sehen, wenn wir es aufschneiden. Die Zubereitung. Für Ulf Ahrens gehört ein Schnitzel in die Pfanne. Nach 6 bis 8 Minuten sind die Schweineschnitzel fertig. Das Ergebnis? So muss ein Schnitzel aussehen. Ja. Was ist denn bei dir passiert? Ja, das weiß ich auch nicht. Also das ist ja auch wirklich das Minischnitzel. Ist es noch mal kleiner geworden? Ja, würde ich wirklich behaupten. Es ist geschrumpft. Vorher, nachher. Edeka bestätigt, die Flüssigwürzung könne zum Bratverlust beitragen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, kommt das Schnitzel deutlich besser. Und welches Schnitzel kann am Ende geschmacklich punkten? Ja. Hm? Ich bin ein gutes Schnitzel. Hm? Jetzt das Mini-Schnitzel von Edeka. Ist auch etwas zu überwürzt in der Panade. Fast schon einen Tick zu kräftig. Also jetzt, wenn du das isst, dann merkst du auch wirklich, dass es aus der Oberschale, es ist viel fester, ja, in der Konsistenz. Als nächstes Hähnchenpfanne von den teureren Eigenmarken Edeka und Rewe Beste Wahl. Je 5,99 Euro. Ziemlich billig für mehr als 1 Kilo Fleisch. Bei beiden wieder Tierwohl Haltungsform 2. Wer möchte denn nicht für Tierwohl sein? Ne? Deswegen hat man gleich ein gutes Gefühl, wenn man so ein Produkt kauft. Bei Stufe 2 10% mehr Platz und ein bisschen Beschäftigungsmaterial. Der Unterschied von der schlechtesten Haltungsform 1 zur 2 gerade mal 10% mehr Platz plus etwas zum Picken. Das sagt erstmal nichts darüber aus, wie gesund sind die Tiere eigentlich. Das heißt, Stufe 2 ist eigentlich eher Augenwischerei. Bei Rewe wieder Flüssigwürzung, also mit Wasser aufgespritztes Fleisch. Bei Edeka nicht. Wir packen aus. Die Hähnchen unterschiedlich gewürzt, aber ähnlich zerlegt. Das ist ja die Brust. Am Ende finden ja Leute, glaube ich, immer ganz schön, wenn da eine krosse Haut drüber ist. Also die Haut ist hier komplett weggerissen. Die liegt hier irgendwie zur Seite geschoben. Also das, und hier ist noch so ein, ich sag mal, so ein Fragment Haut zu finden. Also das mit der krossen Haut kann eigentlich nicht funktionieren. Also ich finde es nicht ansehnlich, das muss ich mal sagen. Und bei Rewe? Ja, guck, die Haut ist hier so zusammengeschoben und rechts und links ist es blank. Ja, das ist wirklich das reine Fleisch. Die Haut ist weg. Rewe meint, durch den mechanischen Würzvorgang kann sich die Haut verschieben. Und Edeka schreibt, bei der Verarbeitung kann es im ungünstigen Fall dazu kommen, dass die Haut zu weit abgeschnitten wurde. Die Hähnchen kommen in den Aluschalen in den Ofen. 60 Minuten bei 180 Grad Umluft. So steht's auf der Packung. Nach einer Stunde das Ergebnis. Erstmal optisch. Ist natürlich trocken, die Brust. Das ist Fleisch, das ist keine Haut. Das ist ja, das genau. Fleisch, was die jetzt trocken Haut ist. Die Haut ist dieses Zusammengeschobene, was wir ja schon gesehen haben, als wir es aus der Packung geholt haben. Hier kannst du sehen, ist Haut, ne? Das sieht gut aus. Ja. Und das schützt natürlich auch das Fleisch, ganz klar. Ja, aber Entschuldigung, was ist das denn hier? Das ja, das sieht so ein bisschen fies aus, muss ich auch sagen. Das sieht eher von dem ganzen Paprika natürlich sehr dunkel. Darf ich mal ganz kurz noch mal die Verpackung dagegen halten? Guck dir mal das an. Ja, gut. Meine leuchten jetzt auch nicht so schön. Werbung auf Wirklichkeit trifft. Ja. Das ist leider so. Das Rewe-Hähnchen, komplett mit dunkler Paprikawürze überzogen. Die Keulen machen bei beiden noch den besten Eindruck. Dann mal probieren. Ist es saftig noch, ne? Also das mit der Zeit, mit der Stunde, das kommt gut hin. Also dies ist mild gewürzt, das muss ich wirklich sagen. Und das Rewe-Hähnchen. Bei dir schmeckst du überhaupt kein Hähnchen. Nur Paprika, ne? Ja. Und das Brustfleisch? Also da ist eine Stunde eindeutig zu lang. Eindeutig. Und die Haut fehlt. Dann wäre es vielleicht nicht ganz genau. Gucken, ne? Also hier fehlt doch auch völlig der Geflügelgeschmack. Du hast doch das Gefühl. Das könnte alles sein. Ja, ein Stück Styropor. Also hier ist natürlich die Brust, da fehlt uns die Haut. Siehst du ja, hier ist nur so ein Stück. Das ist bei beiden jetzt definitiv beide zu trocken nach einer Stunde. Jetzt noch Burger Patties. 300 Gramm von Edeka und Rewe für je 3,99 Euro. Beide mit Fleisch vom irischen Angus-Rind. Bei Edeka extra Werbung mit irischer Idylle.
Ich habe natürlich gleich das Gefühl, da tue ich auch was Gutes für das Tier. Und das sorgt auch eigentlich für gute Fleischqualität, wenn Tiere lange auf der Weide stehen. Aber das Problem ist, ich muss hier jetzt auch darauf vertrauen, dass das dann auch wirklich so ist. Hier steht, dass die Tiere bis zu 10 Monate des Jahres im Freien stehen. Okay, im Freien heißt doch noch nicht automatisch auf der Weide. Das könnte natürlich auch direkt vorm Stall sein. Das heißt, mir wird hier ein idyllisches, tolles Gefühl vermittelt. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Edeka versichert, die Rinder würden lediglich bei schlechten Witterungsbedingungen in den Stall geführt. Uns fällt auf, die Größe der Packungen gleich. Identische Zutaten, Rindfleisch, Speisesalz, Pfeffer und gleiche Optik. Wir scannen das Herkunftslabel mit QR-Code. Verarbeitet wird es bei uns in Deutschland in Münster. Münster, Moment mal, bei mir war doch auch Münster. Ja. Hessenweg 2? Jo. Ach komm. Auch. Eishaus Convenience, ja. Das ist die gleiche Firma. Sollen wir mal gucken, ob die auch gleich schmecken? Das wäre jetzt erschreckend, wenn nicht. Wir bereiten nach Packungsvorgaben zu. Nach rund 10 Minuten Zeit zum Probieren. So. Ich habe auch ein bisschen mehr Rindfleischgeschmack erwartet. Also so, weißt du? Mhm. Wirklich. Wir haben groß mit Angusrind. Genau, genau. Also man hat jetzt so ein bisschen, es fehlt so ein bisschen Feuer, ein bisschen Fleischgeschmack. Es ist fast wirklich ein bisschen fad. Schmeckt der Rewe-Patty anders? Da ist jetzt keiner, wo ich sage, oh, der schmeckt aber besser oder der schmeckt schlechter. Das ist völlig, völlig identisch. Am Ende haben die Verpackungen viel an Fleischgenuss versprochen und nur wenig davon eingelöst. Es geht um Eigenmarken bei Edeka und Rewe. Was gibt's da für welche? Da gibt's diese Ja-Produkte. Gut und günstig und bei Rewe, glaube ich, ist es Ja. Gut und günstig. Noch was? Nee. Ja und Ja ist richtig. Gibt's noch darüber hinaus Eigenmarken? Ja, aber nicht im Kopf. Wissen wir gerade nicht, nee. Ich habe gestern was gekauft bei Rewe. Das hatte dieses rote Ding. Es gibt noch eins, Mein Rewe heißt das, glaube ich. Okay, die günstigen Eigenmarken scheinen viele zu kennen. Anders ist das in unserer Umfrage mit Rewe beste Wahl. Edeka, Rewe feine Welt oder Edeka Genussmomente. Die Eigenmarkenmasche. Immer mehr Eigenmarken. Markensoziologe Arndt Ziesche meint, im Prinzip geht es nur um Macht. Es geht um Marktmacht. Die Frage ist halt, machen wir uns jedes Jahr wieder in diesen Gesprächen von den großen Markenartiklern abhängig? Also der Supermarkt kämpft für günstige Preise bei den Markenprodukten und wenn das die Marken nicht liefern können, dann sagt er, ja sorry, ihr seid raus. Ach übrigens, lieber Kunde, ich hätte da auch noch ein tolles Eigenprodukt. Es geht einfach nur darum, wer hat in diesem Fall den längeren Hebel und wer kann in diesen Verhandlungen sich stärker durchsetzen. Und je stärker meine Eigenmarken sind, umso mehr komme ich aus dieser Abhängigkeit von den Markenartikeln. Doch was hat der Kunde von teureren Eigenmarken, die in der Liga der Markenprodukte spielen wollen? Die Unternehmen werden sehr, sehr gut daran beraten, natürlich, weil der Kunde, das kann man nicht oft genug sagen, der Kunde ist nicht doof. Also ein Differenzierungsmerkmal sollte man auf jeden Fall schon einbauen, damit der Kunde auch versteht, warum er jetzt für diese Eigenmarke mehr bezahlt. Das schauen wir uns genauer an. Kaffeefilter von Edeka. Gut und günstig. 100 Stück für 99 Cent. Die höherpreisige Eigenmarke Edeka dagegen kostet 1,79 Euro, enthält aber nur 80 Stück. Dafür angeblich optimaler Aromafluss, weil keine Bodennaht. Überzeugend genug, um zuzugreifen? Die unterscheiden sich jetzt nicht wirklich. Also ich habe festgestellt, dass für mich kein Unterschied ist. Ah ja, haben Sie schon den Praxistest gemacht? Genau. Zu Hause? Genau. Wäre ich mal enttäuscht worden von dem Billigen, dass mir irgendwie der Kaffee ausgelaufen wäre, was aber noch nie passiert ist. Und dann sehe ich nicht einen mehr zu bezahlen. Also ich habe beide schon gehabt und keinen Unterschied gemerkt. Alufolie von Rewe, ja. 50 Meter für 2,29 Euro. Von Rewe beste Wahl gerade mal 15 Meter, aber mit 2,59 Euro teurer. Dafür mit Strukturprägung. Na? Also die reißt sich ziemlich schnell. Und die ist besser hier. Ja, die ist auf jeden Fall, würde ich sagen, kräftiger, ja.
Oh Gott. Der reißt schon beim Marzin. Nicht berauschend. Oh ja, da merkt man den Unterschied. Also ich würde sagen, das ist bestimmt doppelt so stark wie der hier. Dann muss man das halt im Grunde genommen ja dreimal nehmen, dass man wahrscheinlich die Dicke hiervon hat. Dicker. Qualität ist schon wesentlich besser. Ja. Ist auch wesentlich teurer, ne? Wesentlich teurer. Rund viermal so viel zahlt man für den Meter Alufolie Rewe beste Wahl. Die Frischhaltefolie von Edeka, gut und günstig. 75 Meter kosten 1,15 Euro. Bei der Eigenmarke Edeka gibt es nur 20 Meter, aber für 2,29 Euro. Ist die so viel besser? Das fühlt sich schon mal fester an, das ist gut. Oh, eindeutig, das ist besser. Abreißen war gut. Okay, und die Stärke? Das Produkt ist meiner Meinung nach stärker von der Reißfestigkeit. Lässt sich besser abreißen und ist Mikrowellen geeignet. Das ist die günstige nicht. Allerdings. Damit verpacken sie genauso gut wie damit. Jetzt zu den Edeleigenmarken Edeka Genussmomente und Rewe Feine Welt. Hier erwartet man schon etwas Hochwertiges. Generell gesprochen ist es eine zunehmende Attacke, die sich steigert auf die Markenprodukte. Denn klar, am Ende des Tages soll natürlich die tollste Eigenmarke auch preislich so nah wie möglich schon an das Markenoriginal herangerückt sein. Denn die Marge für den Supermarkt ist ja eben auch entscheidend. Wir machen das ja nicht aus Spaß. Wir vergleichen die Luxus-Eigenmarke von Edeka. Pralinen, 200 Gramm, 3,99 Euro. Mit der Marke Lindt, 125 Gramm für 5,99 €, also noch deutlich teurer. Kommen die auf edel gemachten Edeka-Pralinen an das Markenprodukt ran? Wollen Sie mal probieren? Mittags mal eben so ein Pralinchen zwischendurch, oder? Optisch sieht das ja schon mal besser aus, ne? Bei Lindt, finde ich. Ich weiß, was mich auf jeden Fall abschreckt. Was denn? Dass da so Edeka draufklebt. Also das sieht so aus wie, es ist Weihnachten, wir haben noch ein Geschenk für Sie. Also was man so noch zum Kassenbon dazu kriegt. Wozu würden Sie greifen? Man kennt ja Lindt halt. Deshalb würde ich wahrscheinlich auch eher zu Lindt tendieren. Ich habe aber die günstige Variante auch noch nie probiert. Deshalb. Da haben Sie jetzt den Genussmoment noch vor sich. Nee? Mm. Also Gott, so schlimm? Ja, also extrem süß, ne? Ganz ehrlich, das schmeckt wie ein Kinderriegel. Und da denke ich jetzt nicht unbedingt an eine Praline. Ich finde, es schmeckt tatsächlich ein bisschen billig, die Schokolade so, die außen rum ist. Und das mag ich nicht so gerne. Und Lindt dagegen? Vollmundiger. Hat einen besseren Crunch. Also es ist schon ein schöneres Gefühl, wenn man drauf beißt, muss ich schon sagen. Klingt nach einem eindeutigen Sieger. Ja. Und noch ein Vergleich, diesmal bei Rewe. Italienischer Keks Cantuccini von Rewe Feine Welt gegen Markenhersteller Belly. Rewe 200 Gramm 2,99 Euro gegen Marke 2,87 Euro. Da ist Rewe sogar ein bisschen teurer. Zu Recht? Die esse ich gern. Die Luxus-Eigenmarke? Ja. Wissen Sie warum? Weil ich denke, ich tue mir damit was ganz Tolles. Es ist natürlich Selbstbetrug. Aber wenn ich zu Rewe gehe, kaufe ich eher die. Dann denke ich mir, ach, ich habe mir heute was gegönnt. Einfach nur, weil die in einem extra Regal stehen, mit einer durchsichtigen Folie sind. Ich reiche Ihnen mal kurz was. Der ist süßer. Eigenmarke? Hm. Der ist auf jeden Fall süßer. Also lecker, aber finde ich die noch ein bisschen besser. Die Marke? Mhm. Das ist original derselbe Keks. Glauben Sie? Ja. Schmeckt genau gleich? Mhm. Tatsächlich kommen beide Kekse aus derselben Fabrik. Das Feine Weltprodukt wird auch von Belly hergestellt. So transparent steht es bei Rewe drauf. Rewe schreibt, man habe so direkten Einfluss auf das Produkt, die Rezeptur und andere uns wichtige Produktionskriterien. Zum Beispiel 3% mehr Mandeln in der Rezeptur. Und jetzt die Gourmet-Abteilung. Edelster Balsamico-Essig natürlich aus Italien. In Deutschland immer beliebter. Auch Rewe und Edeka bieten unter ihren Eigenmarken diesen Essig an. Sowohl preiswert als auch auf edel gemacht. Von Edeka gut und günstig und Rewe ja, nur 1,69 Euro der halbe Liter. Die edleren Eigenmarken Edeka 9,98 Euro und Rewe Feine Welt 10,98 Euro der halbe Liter. Auf denen steht Invecchiato, 3 Jahre im Holzfass gereift.
Auf allen Flaschen das Label IGP für geschützte geografische Herkunft. Bedeutet, mindestens ein Produktionsschritt muss in der Region Modena erfolgt sein. Wir wollen sicher gehen, dass unsere Stichproben tatsächlich nur aus gekochtem Traubenmost oder Traubenmostkonzentrat und Weinessig bestehen. Lassen die Produkte im Labor untersuchen. Andreas Rossmann kennt die Tricks beim Essig. Und wie wird gepanscht? Da gibt es im Prinzip drei Möglichkeiten. Der zugrunde liegende Wein ist gewässert. Die zweite Möglichkeit ist, der zugrunde liegende Wein ist unerlaubt gezuckert. Und die dritte Möglichkeit ist, der verwendete Traubenmost ist nicht nur aus Trauben hergestellt. Da kommt dann beispielsweise Rübenzucker oder Rohrzucker zum Einsatz, um die Menge zu verlängern und gleichzeitig die Kosten zu drücken. 3 Wochen dauert die Analyse. Unsere Essige sind kein Vergleich zu echtem Balsamico Traditionale, der mindestens 12 Jahre in verschiedenen Holzfässern lagert. Für eine kleine Flasche à 100 Milliliter zahlt man schnell 50 Euro aufwärts. Uwe Tippmann ist Experte für die italienische Spezialität. Einen richtig guten Aceto Balsamico macht im Prinzip aus, wenn nur eine einzige Zutat enthalten ist, eingekochter Traubenmost. Dann reden wir von einem Aceto Balsamico Traditionale. Diese Balsamico-Essige haben mehr Zutaten, nämlich Traubenmostkonzentrat und Weinessig. Wir machen eine Blindverkostung. Zuerst die Optik. Ja, das fließt sehr schnell wieder zurück. Das heißt, es spricht für eine nicht hohe Viskosität hier auch, also sehr wässrig. Und wenn wir das jetzt hier bei diesem Schälchen testen, dann sehen wir, wie langsam es wieder zurückläuft. Und das ist ein Qualitätsmerkmal. Allerdings, ich würde ganz klar diesen optisch hier als schlechtesten einordnen. Gibt's auch beim Geruch Unterschiede? Ja, eine fruchtige Note rieche ich hier raus. Also geruchlich überzeugt. Jetzt der von Rewe. So wie die Optik, leider auch geruchlich. Wir würden sagen, jetzt der zweite war schwach. Und der teurere Edeka? Ich rieche eine falsche Note drin. Gibt so einen Rübensirup, der riecht so. Das ist eine falsche Süße, die man hier rausriecht. Rewe Feine Welt dagegen? Oh, herrlich. Ich rieche eine Fassnote raus. Ist eine Eiche gewesen. Wahnsinn. Und wie steht's mit dem Geschmack? Die Süße ist sehr prominent. Die Säure ist nicht zu stechend. Allerdings kommt sie einfach nicht auf den Punkt genau. Und damit wirkt es erst süß, dann sauer. Als nächstes der hochwertigere Edeka. Hier wurde versucht, eine Harmonie hinzubekommen. Mhm. Die hat man geschafft hinzuzaubern. Das ist okay, also sehr harmonisch. Allerdings sind die Fruchtnoten fehlen, die Holznoten fehlen im Geschmack und er ist sofort weg. Und der günstige Rewe, ja. Ganz, ganz stechende Säure, schlechte Säure, keine Fruchtsüße drin, keine Holznoten, kein gar nichts. Also man könnte auch Gurkenwasser dazu sagen. Zum Schluss noch Edeka gut und günstig. Fehlt die Süße. Die Säure ist allerdings wesentlich besser in das Produkt eingebunden. Trotzdem verliert das Produkt halt auch an den typischen charakteristischen Eigenschaften eines guten Aceto Balsamico di Modena. Wir lösen auf und zeigen Uwe Tippmann die Produkte. Der günstige Balsamico von Edeka hat ihm deutlich besser geschmeckt als der billige von Rewe. Da hat ein Produzent eine gute Arbeit gemacht und hier ein sehr gutes Produkt für einen sehr niedrigen Preis in den Markt gesetzt. Bei den Produkten, die so im Niedrigpreissegment sind, haben sie auch immer die Gefahr, dass so ein Produkt mit der nächsten Charge vielleicht gar nicht mehr so gut gemixt ist. Bei den teureren Produkten gewinnt dagegen eindeutig Rewe Feine Welt gegen Edeka. Hier ist ein gekochter Traubenmost verarbeitet, so wie sich das auch bei einem guten, hochwertigen IGP Balsamico auch gehört. Also kein Traubenmostkonzentrat. Und preislich gesehen ist das extrem toll.
Insgesamt gewonnen in der Blindverkostung hat der teuerste Balsamico von Rewe Feine Welt. Und wie sieht es bei der Analyse aus? Zurück im Labor. Gut 3 Wochen hat die Essiguntersuchung gedauert. Wie sind die Ergebnisse Ihrer Untersuchung ausgefallen? Ja, bei den 4 untersuchten Proben konnte man weder einen Zusatz von Wasser nachweisen, noch einen Zusatz von Essigsäure, die nicht aus Wein stammt, noch einen Zusatz von Zucker, der nicht aus Weintrauben gewonnen wurde. Also es ist alles in Ordnung mit diesen 4 untersuchten Proben. Welche Faktoren spielen für eine Kaufentscheidung eine wichtige Rolle? Regional ist super, Bio ist super. Die Regionalität auf jeden Fall. Und manchmal, wenn man wenig Zeit hat, vielleicht auch gar nichts. Wenn ich sehe, ist es regional, dann ist das schön. Also ich versuche schon sehr regional zu bleiben, so Schleswig-Holstein. Also Süddeutschland ist schon okay. Aber manchmal sündige ich auch, dann neige ich doch dazu, ein bisschen nach Richtung Italien oder Spanien dann auch noch zu gehen. Regional, wie soll man das definieren? Was heißt denn eigentlich regional? So aus der Umgebung, ne? So Umkreis von wie viel Kilometer? 50, 60. 200 Kilometer, würde ich mal sagen. 200 Kilometer ist noch ja, regional? Das ist für mich noch regional, ja. Vielleicht so 200, 250 Kilometer. Ah ja. Also Norddeutschland, würde ich sagen. 200 Kilometer, das wäre optimal. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das kontrollieren könnte. Obst und Gemüse von Landwirten aus unserer Region. Bei Rewe heißen solche Produkte regional. Bei Edeka unsere Heimat. Doch was taugen solche Label? Der Regionalcheck. Die Verbraucherzentrale beobachtet die Regionallabel der Supermärkte schon länger. Ja, das Problem daran, viele Verbraucher wollen dafür sogar auch mehr Geld ausgeben, wenn sie natürlich die heimische Landwirtschaft unterstützen wollen, Transportwege meiden. Aber es gibt keine Definition, was genau ist eigentlich eine Region oder wie weit dürfen die Produkte dann transportiert worden sein. Und das ist ein großes Problem. Wir schauen mal genauer auf die Herkunft der Produkte. Beispiel Edeka, unsere Heimat. Schalotten aus Schleswig-Holstein, abgepackt in Hasenkrug und damit ganz klar tatsächlich aus der Region. Bei Rewe Regional finden wir Äpfel aus dem alten Land, dort auch die Adresse des Abpackers. Bei Rewe fällt auf, das Gemüse unter dem Label Regional ist etwas teurer. Zum Beispiel Möhren Regional. 1 Kilo für 1,59 Euro. Direkt darunter die Tiefpreismöhren aus Deutschland. 2 Kilo für 1,99 Euro, deutlich billiger. Beide abgepackt von Landgard Nord in Kronprinzenkoog. Sind die günstigeren Möhren vielleicht auch regional? Das ist der Punkt, der mich daran so aufregt. Es wird einfach gedacht, mein Kunde ist blöd. Aber in der Logik von manchem Lebensmittler geht das achten. Das merkt doch keiner. Komm, das machen wir noch. Rewe schreibt uns, in dem Fall kommen die regionalen Möhren und die Tiefpreismöhren vom gleichen Abpackbetrieb aus Schleswig-Holstein. Wir machen auch Stichproben bei Edeka. Komisch, unter dem Label Unsere Heimat finden wir Paprika aus den Niederlanden. Babyspinat aus Italien. Oder Salat aus Spanien. Wie definiert denn Edeka selbst unsere Heimat? Online heißt es, das Absatzgebiet von Edeka Nord. Es umfasst die Bundesländer Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg sowie Teile von Niedersachsen und Brandenburg. Generell dürfen ja Informationen über Lebensmittel nicht irreführen oder täuschen. Und ich glaube, wenn man die Verbraucher mal fragen würde, was ist denn für dich die Heimat? Spanien gehört jetzt in Deutschland vielleicht nicht direkt dazu. Das ist natürlich echt ein Problem. Ist das denn überhaupt erlaubt? Informationen dürfen nicht irreführen und täuschen. Und ich finde, da kann man schon drüber diskutieren, fühlen sich Verbraucher dadurch getäuscht. Mhm. Und das müsste dann natürlich juristisch geklärt werden. Aber ich finde es wirklich sehr schwierig. Edeka schreibt, hier sei es zu einer versehentlichen falschen Auszeichnung am Regal gekommen. Bei genauerem Blick entpuppt sich vermeintlich Regionales manchmal als Schummelei und als ein Label, für das Supermärkte gerne extra kassieren. Nicht jeder hat einen Bäcker gleich um die Ecke.
Viele greifen gern zu Aufbackbrötchen. Da bieten Edeka und Rewe mit ihren Eigenmarken eine große Auswahl. Wirklich eine gute Alternative? Die Aufbackfalle. Zusammen mit Brotsommelier Tim Lessau probieren wir drei verschiedene Brötchenpreisklassen. Zuerst gut und günstig von Edeka 9 Brötchen für 1,19 Euro und Rewe Ja, gleiche Menge auch für 1,19 Euro. Wo ist der Unterschied zu Bäckerbrötchen? Wir müssen Teige immer lange reifen lassen, damit quasi die Kohlenhydrate verarbeitet werden, fermentiert werden, und damit das am Ende des Tages für uns bekömmlich ist. Mhm. Und da sehe ich ein großes Problem bei Aufbackbrötchen, weil sie in der Regel nicht Langzeit geführt sind. Also der Teig muss Minimum 6, 7, 8 Stunden bei warmen Temperaturen stehen, damit das schon vorfermentiert wird und nicht dann im Darm zu Reizbeschwerden führen kann. Ein Blick auf die Zutatenliste von Edeka gut und günstig. Weizenmehl, Wasser, Hefe. Ja. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Speisesalz, Zucker. Also zusätzlichen Zucker ins Brötchen packen, halte ich für nicht so schlau. Zucker führt zu Knusprigkeit und zu Geschmack. Wenn man den extra zusetzen muss, ist zusätzlicher Zucker im Brötchen, halte ich für nicht so gut. Dann geht's los mit Stabilisator. Natrium, Carboxymethylcellulose. Ganz viel ist es dazu da, damit das Brötchen am Ende des Tages auch frisch hält. Im Grunde genommen also nicht schimmelt in der Tüte. Bei den Ja-Brötchen von Rewe ist außerdem noch Sonnenblumenöl drin. Sonnenblumenöl, ja, gibt ein bisschen Geschmack, gibt ein bisschen von der Textur, die verändert sich, wird ein bisschen kürzer im Biss, das Brötchen, was man ja manchmal auch möchte. Dann geht's ans Aufbacken. Bei 180 Grad Umluft kommen die blassen Brötchen jetzt für 11 Minuten in den Backofen. Nach dem Backen hat sich optisch allerdings nicht viel getan. Jetzt sind die Brötchen ein bisschen abgekühlt, aber hell sind sie noch immer. Ja. Wie bewerten Sie die Farbe? Im Grunde genommen ist das zu hell, denn 80% des Geschmacks entstehen in der Kruste. Das heißt, bei diesen Brötchen zum Beispiel erwarte ich jetzt automatisch schon nicht viel Geschmack. Klarer Punktabzug bei der Kruste. Besonders knackig sind beide nicht. Das Rewe-Brötchen noch weniger als das von Edeka. Und was kommt beim Geruch an? So ein bisschen typisches Brötchenaroma ist eigentlich im Grunde genommen, dass wir so leichte Karamellnoten haben. Und? Ja, hier kommt nicht so viel rüber. Nicht dieses Karamellige kommt leider nicht rüber. Vergleichen Sie das mal. Das Edeka-Brötchen dagegen? Hier ist es schon deutlich besser. So soll die Kruste nicht sein, wie hier beim Rewe-Brötchen. Das ist Trockenkrümel. Ich kann also eigentlich ganz locker und leicht hier die Kruste abmachen. Jetzt aber mal probieren. Zuerst Rewe. Wir haben ganz, ganz wenig Aromen. Der Salzgehalt stimmt. Vom Geschmack her fehlt mir einfach ganz viel Aromen in Richtung Butterigkeit. Nur so ein bisschen Süße stelle ich jetzt im Nachhinein fest. Aber das reicht mir nicht für ein ausgewogenes, schönes Brötchen. Und wie schmeckt das Edeka-Brötchen? Wir haben nicht viel butterige Aromen, aber wir haben schon eine deutliche Karamellnote, die wir spüren. Und das macht das Brötchen insgesamt deutlich besser als dieses Modell hier. Bei den günstigen Brötchen kann also Edeka punkten. Jetzt die mittelpreisigen Eigenmarken. Edeka Weizenglück 1,89 Euro für 6 Brötchen und Rewe Beste Wahl auch 6 Brötchen 1,99 Euro. Bei beiden lange Listen von Zutaten, die man nicht erwarten würde. Wir haben Wasser, Hartweizengrieß, Kartoffelflocken, Apfelmark, mehr. Apfelmark im Brötchen? Ja, gibt so ein bisschen frische Säure vielleicht rein. Kartoffelflocken nimmt man zum Beispiel, um Wasser zu binden. Emulgatoren haben wir hier, Mono- und Diacetylweinsäure-Ester. Ester, ja. Ja, genau. Die sind dann nachher für die Konservierung, damit das alles hält. Aber wir auch die Stabilität haben und so weiter. Das sind alles Zusätze. Ja, muss man nicht reinmachen. Und bei den Rewe-Ciabatta-Brötchen auch wieder Emulgatoren, Stabilisatoren plus getrockneter Sauerteig. Ciabatta im Grunde genommen muss ein langzeitgeführter Teig sein eigentlich. So, das heißt, er muss Minimum 6 bis 18 Stunden reifen. Entwickelt dann eine grobe Porung, die ganz, ganz viel Aromen freigibt. Der sehr, sehr fruchtige Aromen, weil wir eine lange Fermentationszeit haben. Wie lange ist der wohl gereift? Ich glaube, man hat da so ein bisschen getrickst. Könnte ich mir vorstellen. Also diese Langzeitreifung nachgebaut. Diesmal geht's bei 180 Grad Umluft nur 8 Minuten in den Ofen. Komisch. Die Farbe hat sich nach dem Backen wieder kaum verändert.
Dann wollen wir mal gucken. Ja. Rewe. Ganz, ganz leichte Karamellnoten, aber wirklich nur sehr, sehr leicht. Nicht deutlich besser als bei den günstigeren Modellen jetzt. Dann drücken wir einmal an der Kruste. Wir hören nichts. Wir schneiden auf. Sieht gar nicht nach Ciabatta aus. Das ist kein Ciabatta. Ein Ciabatta hat teilweise solche Löcher. So. Das sehe ich hier nicht. Schmeckt es denn wenigstens nach Ciabatta? Man sieht ja auch, dass man hier wir haben keinen Biss. Wir beißen so ein bisschen auf Watte. Man sieht ja auch, dass wir hier keine Kruste haben. Mhm. Also wir haben ja keinen Unterschied. Das ist ja fast von der Textur dasselbe. Bisschen Fad. Wir haben eine leichte Süße drin, durch auch zugesetzte Zucker, glaube ich. Aber mehr ist da nicht. Dankeschön. Edeka macht auch auf Ciabatta, nennt die Brötchen aber nicht so. Riechen ganz gut. Und die Optik? Wir haben ein bisschen mehr Farbenspiel auch. Also das ist ja auch das, wenn ich von Karamell spreche. Dann sieht man das natürlich auch an der Kruste. Hier haben wir schon deutlich besseres Aroma. Es ist schon ein bisschen fluffiger auch. Ne? Das ist ein gutes Zeichen. Man hört es auch. Wir haben deutlich mehr Krusteneigenschaften. Das ist eigentlich gut für ein Ciabatta. Das heißt, wir haben deutlich gröbere Porung. Das soll bei einem Ciabatta ja auch so sein. Zum Vergleich, links Rewe, rechts Edeka. Und der Geschmack? Ich habe ein recht saftiges Brötchen. Das muss man schon sagen. Aber ich habe nicht so viel Krusteneigenschaften, wie dieses Brötchen eigentlich haben könnte. Trotzdem, für mich ist das ein deutlich besseres Brötchen. Aber es ist natürlich auch noch ganz viel Luft nach oben. Ja. Also wieder das Edeka-Brötchen überzeugender. Jetzt die teuersten im Test. Rewe Feine Welt, 10 kleine Brötchen, 2,19 Euro. Und Edeka Genussmomente, 4 große, auch 2,19 Euro. Bei der Zutatenliste fällt auf, die ist lang. Ähnliche Zutaten wie bei den Rewe-Ciabatta-Brötchen davor. Bei Edeka dagegen nur 4 Zutaten. Weizenmehl, Wasser, Speisesalz, Hefe. Das ist sehr gut, ja. Wir backen auf nach Packungsangaben. Wie ist diesmal das Ergebnis? Zuerst Rewe Feine Welt. Riechen wir mal. Bisschen Karamell. Wollen wir anschneiden, ne? Also probieren. Und wir machen gleich den krummen Test. Super elastisch. Ganz, ganz dünne Kruste. Automatisch eigentlich gleich wenig Geschmack. Und genau so ist es. Schon auch ausgewogen, würde ich sagen. Aber es fehlt ein bisschen Aroma, einfach durch die schwache Kruste. Ja. Dabei heißen die doch krosse Krüstchen. Im Vergleich dazu Edeka Genussmomente. Wieder mal keine richtige Kruste. Das ist einfach sehr, sehr schade, weil man einfach so viele Punkte im Grunde genommen liegen lässt. Also Geschmackspunkte. Ist das Brötchen denn lecker? Sehr, sehr teigig. Man merkt auch, man braucht ein bisschen. Salzgehalt ist gut, fehlt Säure. Also es fehlt einfach ganz viel Karamell auch, weil die Kruste einfach leider nicht gut genug ist. Geschmacklich findet Tim Lessau das Rewe-Brötchen etwas besser. Heißt aber auch, wieder viele Zutaten, auf die man lieber verzichten würde. Also dreimal Edeka? Ja, so ist es. Am Ende haben also die Brötchen von Edeka Tim Lessau mehr überzeugt. Unser Fazit. Mit jeder Menge Preistricks locken uns Edeka und Rewe in ihre Märkte. Dazu kommen immer mehr Eigenmarken, die für Verwirrung sorgen und mit denen die Supermärkte ihre Marktmacht weiter vergrößern wollen. Wer auf die Tricks nicht reinfallen will, sollte beim Einkauf ganz genau hinschauen.